Servus Leute und willkommen zum Freitagsvlog. Ja, ich bin jetzt mal wieder dabei. Also wir haben aktuell Dienstagmorgen. Ich bin jetzt dabei, ich hänge das Mähwerk wieder an und mähe wieder Gras für meine Pferde. Den IHC habe ich schon warm laufen lassen. Und jetzt würde ich sagen, hängen wir mal an und legen los, dass wir fertig werden. Ja, steht das ganze Gespann ja jetzt aktuell hier drüben drin. Und da brauche ich jetzt nur schnell anhängen.
auch vorhin war der Akku wieder beim Mähen leer. Naja, ich habe jetzt hier unten gerade geladen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der letzte Restko hier unten von der Hecke. Ist natürlich nicht sonderlich grün, sondern halt wie gesagt recht trocken. Ich habe von oben auch ein wenig was mit weggemäht. Habe jetzt alles geladen. Und ja, damit düse ich jetzt dann heim. Gib meine Viecher noch was. Dann werde ich mich umziehen. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, aber nur Kleinigkeit essen und dann geht's auf die Arbeit.
So, das musste ich einmal lieber mehr rangieren, weil ich habe nicht dran gedacht, die Kehrmaschine wird jetzt immer wieder mal gebraucht. Und wenn der Bulldog vorne zu schräg drin steht, ist es zwar bequemer reinzufahren, aber dann kommst du mit der Kehrmaschine raus, ohne den Bulldog erst wegzufahren. Deswegen habe ich das Gespann jetzt schön gerade rein, dass man da danach rauskommt. Und so passt es. Ja, eine Ladung davon habe ich auf alle Fälle schon verfüttert. Die Stängel jetzt hinten und mampfen. Und das reicht jetzt normalerweise noch für 2 Tage. Viel trockener werden kann es nicht, also da mache ich mir keine Gedanken. Also alles prima. Jo, das war's dann für heute schon wieder. Ich gucke jetzt da mal noch in die Halle rein, wie mein Lenkrad ausschaut, ob das schon trocken ist. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. So, wir haben ja heute Mittwoch, wie ihr gesehen habt, ich habe gerade wieder mein Gras verfahren. Also, eigentlich ist es ja schon heu, aber das macht nichts. Ja, Futter haben wir heute wieder aussortiert und ich habe gerade eben wieder den Pott Gemüse gedämpft. Erstmal Stecker raus. Das sieht man hier. Heute gibt es Quitten aus dem eigenen Garten, ein paar alte Nudelplatten. Ja, und allerlei, was halt sonst noch da drin war. So ein Spargel und Bohnen dabei.
Also die Schweine stehen da ja schon richtig drauf. Gibt's aber dann erst morgen, jetzt ist es heiß. Ja, ich mache jetzt hinten den Pferdestall innen her noch fertig. Und gestern, nachdem das Dienstagsvideo dann rauskam, habe ich abends in die Kommentare schon geschrieben, wir haben gestern noch was gekriegt. Und das zeige ich euch anschließend noch. Ich mache jetzt meinen Stall und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Stall ist fertig, bei den Pferde und bei den Ziegen oben bin ich durch. Die haben jetzt alles und wir stehen jetzt hier unten vorm neuen Projekt quasi. Ja, den haben wir gestern am Dienstagnachmittag gekriegt. Der Vater hat ihn mit dem IHC abgeholt. Ja, unterwegs schon halber da auseinandergefallen, könnte man sagen. Ist nicht mehr ganz so gut beieinander, aber das macht nichts, für unseren Zweck tut's das. Wir brauchen im Endeffekt den Rahmen und die Achse. Der Rest fliegt alles runter. Ja, von was ist die Rede? Ganz einfach. Wir haben gestern einen Mengele LW31 Ladewagen gekriegt. Der hat keine Pickup mehr. Und ja, innen der Boden ist auch schon, ich sag mal, ziemlich durchgerostet. Der Kratzboden hat einmal Bretter spendiert gekriegt, dass der nicht ganz so gut durchfällt. Und ja, die besten Tage hat er definitiv hinter sich. Der sah schon mal besser aus. Wir haben ja nicht vor, da draus wieder einen Ladewagen aufzubauen. Auch wenn es jetzt vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, ach, den müsst ihr restaurieren oder so. Natürlich nicht. Ich habe meinen Köhler-Ladewagen und der tut voll und ganz seinen Zweck. Klar, der hat auch ein oder andere Stelle, wo was gemacht werden muss. Aber an dem Ding, das ist schon ein richtiges Bastelprojekt, um den wieder gangbar zu machen. Da fehlt ja so ziemlich alles. Die Aufbauten müssten komplett neu. Der gesamte Boden, der Kratzboden, wahrscheinlich die Ketten alle durch. Und. Ja, gestern der Vater hat ihn geholt, hat ihn abgestellt und das Stützrad hat dann auch gleich den Dienst quittiert. Hat sich gesagt, nö, ich lege mich schlafen. So, jetzt steht er unten. Ja, also die besten Tage hat er hinter sich. Für unseren Zweck aber ist es egal. Wir haben vor, nur den Rahmen und die Achse zu behalten. Wie gesagt, der ganze Aufbau obendrauf fliegt runter, der kommt komplett weg. Was wir brauchen werden, sind vielleicht die Scharniere dann, weil wir wollen wieder Bordwände ranmachen. Und ja, vorne werden wir eine Bordwand aufbauen. Der ganze Anhänger wird nach vorne so weit verlängert, die Ladefläche, wie quasi der Rahmen geht. Also der Aufbau oben drauf kommt ja weg und dann wird bis dorthin verlängert. Und hinten wird er wahrscheinlich auch 1,5-2 Meter verlängert, um dann, wie gesagt, zwei Schlepper hintereinander drauf zu bringen oder den Bagger oder den Dumper oder die Walze oder was man halt gerade hat, um das zu transportieren. Das Ganze soll so tief wie möglich runter. Und ja, hinten Auffahrrampen ran, da hat er schon gesagt, da weiß er noch nicht genau, was er machen möchte. Eventuell Starre, die du hochklappst, also nicht abnehmbar, sondern nur zum Hochklappen. Und da wird man dann definitiv sehen, das Projekt hat Zeit, das pressiert nicht. Gibt andere Sachen, die sind jetzt erst einmal wichtiger. Ja, das ist ohne ja, Projekt, das wir mit dem Köhler und mit dem Mengele hier vorhaben. Also wie gesagt, Aufbau runterreißen, ein paar schöne Bordwände seitlich hochziehen, eine vorne, hinten eine Rampe. Das ganze Ding ein wenig verlängert, nach hinten natürlich die zweite Achse mit runtergestopft, dass du den Tandemhänger hast. Ganz klar, eine Auflaufbremse braucht er auf jeden Fall, weil wenn du dann hinten einmal wirklich zwei Schlepper drauf hast, dann rechnen wir mal ein Gewicht von knapp 3 Tonnen für zwei Schlepper. Plus den Anhänger leer, der hat vielleicht nochmal 1,2, dann bist du bei 4,2 Tonnen. Und ich meine, ungebremst, selbst am IHC, wäre das natürlich nicht mehr so schön. Da gehört eine Auflaufbremse dann rein. Da haben wir uns schon angeguckt, so Auflaufeinrichtungen für vorne dran. Ganz klar, Druckluftbremse haben wir nicht. Von daher wird es definitiv Auflauf. Und ja, da schauen wir mal, was da draus wird. So, Donnerstagmorgen. Ja, gestern Abend haben wir in einer leichten Abendschicht noch eine Kleinigkeit hier erledigt. Die Überrollbügelteile sind nun fertig. Das ist sauber verschweißt hier unten. Das ist jetzt stabil. Da kannst du jetzt am Überrollbügel den ganzen Schlepper hinten aufheben. Also massiver geht's doch gar nicht. Ja, dann ist das auch erledigt. Ich baue jetzt die Teile hier wieder alle aus. Überrollbügel rüberhängen zum Lackieren. Kotflügel rüberhängen zum Lackieren.
Die Eisen waren noch ein bisschen zurechtgeschliffen, die Schweißnähte hier ein bisschen glätten. Und dann können die auch mit rüber. Und dann ist dieses Drum hier auch fertig. Ja, und dann fehlt noch der Rumpf. Und gestern hat er noch erzählt, die Kurbelwelle vom Motto ist jetzt geschliffen. Jetzt fehlt dann bloß noch ein bisschen Zeit, dass man ihn wieder zusammenbaut. Und dann bringt er den wieder mit. Ja, jetzt hoffe ich, dass das dann recht zügig geht. Weil theoretisch mal fahrt er, der mit drüber bleibt. In 3 Stunden ist der Motor von Grund auf neu aufgebaut mit allen Teilen. Also der ist da relativ flott. Bin ich jedenfalls gespannt. Und freue mich schon drauf, wenn der dann wieder da ist. Und dann wird doch der Schlepper langsam wieder das, was er mal war. Ja, ich baue das schnell auseinander und man sieht sich dann wieder. Puh, was eine Plackerei. So, ich habe gerade die Kotflügel aufgehängt. Den Überrollbügel hingehängt, die Teile vom Überrollbügel und die Halter vor die Kotflügel bzw. Überrollbügel unten. Ja, im Alleingang. Schweres Zeug. Also so einen Kotflügel mit einer Hand zu halten, das ist schon ein gewaltiger Kraftakt. Aber es hat funktioniert. Und das sieht jetzt so aus. Überrollbügel vorne dran. Ein Kotflügel. Noch ein Kotflügel. Die Stützstreben vom Überrollbügel unten. Und die Halter da, die sind unten auf die Achse drauf geschraubt. Mit 2 Schrauben. Hier hängt der Kotflügel dran. Und oben drauf sitzen dann die Eisen da. Das Ganze hält bloß in der Achse mit den 2 Schrauben links und rechts. Ja, und es hält im Endeffekt den ganzen Überrollbügel, die ganzen Kotflügel auf dem Schlepper. Also 2 Schrauben pro Kotflügel. Ist nicht gerade viel, ne? Aber es funktioniert, es hält. Es hat seit 1956 gehalten und ich denke auch mal, das wird auch noch länger. Ja, die Dinger habe ich ganz normal mit Draht einfach hochgebunden, durch die Löcher durch. Klar, an den Stellen muss man halt dann ein bisschen nachpinseln, wo jetzt dann keine Farbe hinkommt. Aber das ist normal. Ich meine, wie willst du das anders aufhängen? Den Siemens Lufthaken habe ich leider nicht. Ja, und die Kotflügel, da bin ich natürlich nicht durch die Löcher, weil das sind dann große Sichtflächen, die man sieht. Und das schaut blöd aus. Da habe ich einfach 6er Schräuble durchgesteckt. Und ja, den Draht um das Schräuble rum. Das funktioniert genauso. Das spannt sich ja jetzt richtig zu durchs Eigengewicht vom Kotflügel. Also runterfallen dürfte es eigentlich nicht. Klar, da hat man natürlich dann auch da innen eine kleine Stelle von dem Schraubenkopf, wo dann keine Farbe ist. Aber das sehe ich jetzt als weniger problematisch an. Ach, das ist halt so. Passt schon. Ja, die Trümmer hängen jetzt auf alle Fälle lackierbereit hier. Ich bin mir jetzt immer noch nicht schlüssig, ob ich den jetzt dann in dem IHC-Weiß machen soll, weil ich habe nämlich keins mehr. Zumindest habe ich nichts mehr gefunden. Oder ob ich ihn wie beim KL300 dann in Grün mache. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann würde er halt auch in dem Kramer grün. Schon drüber nachgedacht. Das könnte man natürlich auch machen, dann passt er zum Schlepper. Weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an. Wenn der Vater Lust hat, soll er mir noch eine weiße Farbe organisieren. Und wenn nicht, dann, naja, schauen wir mal. Dann wird er halt patinagrün. Beim anderen ist er auch patinagrün gewonnen. Da wollte ich zwar eigentlich weiß, aber mit dem Grün hat er eigentlich auch nicht schlecht ausgeschaut. Passt sich ganz gut zum Schlepper selber. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Weil ich dann gefragt worden bin, wie wir das eigentlich gemacht haben mit dem Lackieren. Ja, also wir haben einen 2-Komponenten-Lack genommen. Den haben wir hier in Kulmbach bestellt. Bei einem Kfz-Teile-Zulieferer. Und den haben wir uns gekauft. Das Zeug nennt sich, glaube ich, Dural Mit. Puh, ja, 2K-Lack. Wie gesagt, 2 Komponenten auf jeden Fall. Und der wird halt gemischt. Am Anfang Schlepper natürlich erst einmal gründlich schleifen. So wie jetzt hier quasi. Ich meine, der ist jetzt schon wieder flugrostig, ganz klar. Der steht jetzt schon eine ganze Zeit lang, seit ich ihn geschliffen gehabt habe. Aber grundsätzlich zuallererst einmal schleifen alles, schön sauber machen, entfetten. Dann wird das Ganze grundiert. Wir haben da jetzt dann eine einfache Grundierung dafür. Ganz normale Kunstharzgrundierung. Die kommt runter und innerhalb von, ja, ich sage mal 24 Stunden kommt dann der Decklack drüber.
Da haben wir, wie gesagt, diesen 2K-Lack gehabt. Hat wunderbar funktioniert. Ja, beim KL300 muss ich sagen, hält er wunderbar. Also da habe ich überhaupt keine Probleme festgestellt. Der ist auch recht widerstandsfähig. Also ich bin an die Bäume entlang gefahren und der eine Ast, der ist so ein bisschen drüber, habe ich schon gedacht, jetzt habe ich mal einen Kratzer reingefahren. Ich bin ja da ein bisschen empfindlich, gebe ich ja zu, aber der ist wirklich top. Der geht gut. Ich meine, ist natürlich nicht der günstigste Lack, ganz klar. Ist ein wenig was Hochwertigeres, kostet ein wenig mehr Geld. Aber ich habe gesagt, das investiere ich. Die reinen Kunstharzlacke haben immer das Problem, die bleichen relativ schnell aus. Waren dann eher stumpf und sind nicht ganz so widerstandsfähig. Und bei dem Lack eben, der wird dann richtig hart, also richtig steinhart. Da kriegst du so leicht keinen Kratzer mehr rein. Widerstandsfähig und alles. Und das ist, also finde ich, eine super Sache. Mir gefällt das ganz gut, ich weiß gar nicht. Ja, da hat er einen Schmanz angeschrieben. Also, das ist der grüne Lack, aber eigentlich ist das RAL 6000, nicht RAL 6002. Und das ist, wie gesagt, da unten der andere. Ja, das soll jetzt keine Werbung sein. Wie gesagt, das kann ja jeder selber entscheiden, was er sich kauft. Ich habe jetzt mit dem gearbeitet. Ja, und meine Rostschutzgrundierung war die da. Die haben wir uns gekauft. Das ist eine ganz normale Metallgrundierung auf Kunstharzbasis. Und, ach, die ist leer. Das da, das ist ja das Karminrot, das ist ja auf meine Felgen drauf. Da steht's. Dural mit 2K pur Acryl Hochglanz. RAL 3002 war das jetzt bei mir. Da ist sogar noch was übrig. Ja. Wen es interessiert. Also wie gesagt, das soll jetzt keine Werbung sein. Bloß, dass ihr das auch mal gesehen habt, dass ihr wisst, was ich da genommen habe und weil ich da eben gefragt worden bin. In diesem Sinne, jetzt habe ich es gezeigt. Wie gesagt, ich habe mir das selber gekauft. Ich verdiene da auch nichts damit, wenn ich jetzt sage, ich nutze den Lack. Ich hatte auch schon die ganz normalen Lacke von Wilkens, die ja Kunstharzlacke und das. Die kannst du genauso verwenden. Auf meinem Zweiachser hinten habe ich die. Und wenn ich mir überlege, mein Zweiachser habe ich letztes Jahr mit einem normalen Kunstharzlack lackiert. Und der stand aber eigentlich immer in der Garage, immer trocken. Da siehst du teilweise schon, dass der matt eher, ja, ich sag mal, der Lack eher matt wird. Und beim Krame, der steht ja doch jetzt aktuell zumindest viel in der Sonne. Im Sommer steht er viel draußen. Und da siehst du noch überhaupt nichts. Denn wenn es den mal überwäscht, ich meine, jetzt ist er staubig, aber wenn es den überwäscht, der glänzt wie am ersten Tag. Und das gefällt mir eigentlich an dem Lack ganz gut. Da ist er richtig robust und widerstandsfähig. Wir haben jetzt den Lacker auf die IHC-Felgen drauf. Mal gucken, wie lange er da hält. Wie gesagt, das ist beim Kram, es ist auf die Felgen drauf. Und bislang noch keine Kratzer oder was reingebracht. Also der ist richtig schön hart. Und sehr härte und alles mit drin. Dass er schneller druckend. Also ich finde eine klasse. Aber das kann jeder halten, wie er will. Ist, wie gesagt, also ich selber könnte nicht unbedingt mit dem 2K lackieren. Ist nicht mein Spezialgebiet. Ich lackiere am liebsten immer einen Komponenten Kunstharz. Mein Auto ist mit Kunstharz lackiert. An der 2K-Lacke zum Beispiel traue ich mich überhaupt nicht. Das kann mein Vater ganz gut. Der hat es nicht gelernt. Der hat sich selber beigebracht, der kann das, aber ich nicht. Und dann lasse ich ihn das machen, weil da weiß ich, das Ergebnis schaut danach wirklich klasse aus. Und ich denke mal, da schaut auch der Schlepper dann, selbst wenn es der alte Schlepper ist mit seinen ganzen leichten Rostlöchern hier, selbst dann schaut er besser aus, wie wenn ich ihn lackiere. Ja, so viel auf alle Fälle noch dazu. Und dann mache ich jetzt Feierabend, das war's dann. Am Schlepper soweit bin ich fertig. Ich parke jetzt noch das Auto, räume hier unten ein bisschen zusammen, mache die Tore zu und dann gibt es noch Mittagessen und dann gehe ich auf die Arbeit. Habe heute wieder Spätschicht und dann schauen wir mal, was die Woche noch passiert. Vielleicht mit Glück kommt ja der Motor noch. Wenn nicht, ich werde sehen. Jetzt, wie gesagt, kommt der erst einmal das zum Lackieren und dann muss der Motor her, muss erst einmal an den Schlepper rangebaut werden. Dann müssen die Räder drauf.
dann die Spurstangen noch einstellen und wieder gerade richten, weil die hat normal einen Unfall. Das sieht man schon, die hängt ja ganz schief. Das wird aber erst gemacht, wenn er wieder auf Rädern steht. Vorderachse muss dann wieder ran. Dann wird er mal gefahren, dann wird der Ölwechsel gemacht. Dann wird auch nochmal das Getriebe kontrolliert und die ausgeklappte Lenkung kontrolliert. Das geht aber, wie gesagt, am besten, wenn er dann zusammengebaut ist. Und dann kann der rüber in die Halle. Das ist quasi nach die Kotflügel dann, wenn die trocken sind und aufgeräumt sind, kommt der rein. Dann wird der endlich lackiert. Und wenn der trocken ist, dann wird so wie der KL300, da gibt es ja ein Video, drüben stückweise zusammengebaut, Kotflügel drauf und Räder ran. Und dann bauen wir den Schlepper quasi da drüben wieder zusammen. Und aus der Garage da drüben fährt er dann normalerweise auch im fahrbereiten Zustand wieder raus. So ist zumindest das Ziel. Gut, dann würde ich sagen, für dieses Video sind wir fertig. Das war der Freitagsvlog. Ich hoffe, das Video hat wieder allen Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich euch ein schönes Wochenende wünschen. Man sieht sich nächste Woche am Dienstag wieder. 16.30 Uhr ganz normal. Außer das Internet geht nicht. Und dann bis dahin. Servus.